Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, Dackel Pauls Schicksal traf in letzter Zeit mehrere Bewohner der Arche Noah. Ob Hunde oder Katzen, sie mussten im Tierschutz abgegeben werden, weil ihre Besitzer sich nicht mehr um sie kümmern konnten oder verstorben sind. Das ist jedes Mal für Mensch und Tier ein traumatischer Einschnitt ins bisher so schöne Zusammenleben. Aber das gehört eben zu unserem Leben. Es ist nie nur schön. Deshalb ist es wichtig, dass sich immer wieder Menschen finden, die solchen zurückgelassenen Tieren wieder eine Heimat und Sicherheit geben. Auch wenn es, wie heute bei Dackel Paul, keine so jungen Tiere mehr sind. Paul wurde 2010 geboren und einst von der Arche Noah an sein bisheriges Frauchen vermittelt. Er lebte bisher mit ihr allein in einer Wohnung und war wahrscheinlich nie sehr lang allein. Nun kann sie sich nicht mehr um ihren geliebten Paul kümmern und musste ihn abgeben. Sie hofft, dass Paulchen bald neue Menschen findet, die für ihn da sind. Paul ist ein offener, freundlicher Hund, der manchmal einen Dickkopf hat, wie Dackel eben sind. Er mag Artgenossen, ist ihnen gegenüber aber öfter dominant. Das gefällt nicht jedem, der seinen Weg kreuzt. Aber bösartig ist Paul nicht. Kleine Hunde überschätzen sich oft, damit sind sie nicht allein auf der Welt. Für sein Alter ist Paul noch gesund und sehr agil. Katzen mag er dackelmäßig auch nicht, die sollte es im neuen Zuhause nicht geben. Aber eine Familie mit größeren Kindern, ein Ehepaar oder eine Einzelperson, da könnte Paul ein neues Zuhause finden. Für Paul wäre die Welt wieder in Ordnung, wenn er seine Bezugspersonen hätte, die ihn lieben, wie er ist. Ein älterer Dackel.